Hallo zusammen. Meine Challenger ist endlich eingetroffen. Entsprechend habe ich angefangen, ein paar Teile dazu entwickeln, welche jetzt mittlerweile auch im Shop schon verfügbar sind. Unter anderem auch hier den Einzellader, welcher von der anderen Seite eingeschoben wird, von der rechten Seite. Und genauso wie bei der HP Max oder bei der FX Streamline. Entsprechend ist es vereinfacht, dass man einzelne Munitionsladungen einsetzt. Auch hier ist natürlich der Füllnippel etwas, was ich definitiv irgendwie wieder verlegen werde. Deswegen habe ich auch hierfür einen Füllnippelhalter, wie der angebracht wird und wie der sichert, gleich dazu. Und um vorne wieder ein Zweibein am Tank zu befestigen, gibt es natürlich auch dieses Tankband mit einer Picatinny-Schiene. 6 cm groß, mit 3 Schrauben festgezogen. Nicht über die Klemmkraft von dem, was hier angebracht wird, sondern direkt festgemacht. Und auch hier ein kleines Loch. Und was es damit auf sich hat, das zeige ich euch gleich. Hier jetzt der Einzelschussadapter, der hier eingesetzt wird, entsprechend geladen werden kann und dann verriegelt wird. Raus bekommt man ihn, indem man einfach reinfasst. Bei der Größe ist das ja kein Problem. Fertig. Schon kann man wieder das normale Magazin einsetzen. Kommen wir also zum Füllnippelhalter und dem Barrelband oder dem Tankband. Der Füllnippelhalter wird mit der Öffnung nach vorne zuerst auf den Tank geschoben. Anschließend mit dem Loch Richtung Füllnippel das Tankband. Dieses wird nun mit einem Imbus angezogen. Da muss man selber ein bisschen ausrichten, dass das natürlich passig ist. Auch hier nach fest kommt ab. Also das Ganze nur so anziehen, dass man es noch nicht knackt und noch nicht bricht. Dass hier ein kleiner Schlitz bleibt, ist völlig normal. Nun kann man das Ganze zusammenschieben und der Füllnippel ist geschützt und immer bei der Waffe. Einfach nach hinten ziehen und schon kann er entnommen werden. Man kann das Ganze auch noch natürlich näher hier an den Holzschaft halten, packen, weil man braucht nur den 1 cm, dann kann man das Ganze drehen und kann es seitlich entnehmen. Auch wie rum rein, ist in dem Fall egal. Zusammen. Von alleine verrutscht das nicht. Dafür ist das Gewicht des Füllnippels viel zu gering. Das Ganze hält natürlich nur aufgrund von Reibung an dem Lauf. Braucht keine zusätzliche Klemmkraft. Ihr könnt das Barrel oder das Tankband alleine oder in Kombination mit dem Füllnippelhalter im Shop bestellen. Das gleiche gilt natürlich für den Einzelschussadapter.